Ich begrüße euch zur Folge Lufia 2. Ich habe niemals wirklich Ahnung, wo wir hier waren und all sowas, aber ich glaube, muss jetzt hier durch die Tür durch oder so. Gut, wir sind hier momentan auf der Suche nach diesem. Oh Gott, was war es? Irgendein Rubin? War es ein Apfelrubin oder so? Auf jeden Fall irgendwas Komisches. Ich glaube, es war ein Apfelrubin oder so. Ah, guck mal. Jetzt haben wir diese Brücke geschaffen. Sehr schön. Okay, aber hier oben kommen wir jetzt immer nicht weiter, oder? Hier unten habe ich mich gar nicht wirklich... War ich hier über... Geht's vielleicht hier noch weiter? Kann er auch sein. Das will ich mal nachprüfen, ob es in dieser Richtung... Ja, guck mal! Da geht's noch weiter. Ich soll aber aufpassen, dass ich hier an keine dummen Zufallskämpfe komme. Dann mache ich jetzt mal so, um fast dort hinzukommen. Da habe ich mich gar nicht nachgeschaut. Dort war ich schon, oder? So. Und dann fehlt mir noch einer. Der liegt hier auch. So. Sehr schön. Und dann kann ich... wie soll ich da runterkommen jetzt? Das ist die Frage, die ich mir gerade stelle. Ja, das habe ich jetzt dumm geworfen. Ich sehe es. Ja. Mann, bin ich dumm. Ja, ich habe jetzt... Ja, gut. Ich. Ihr denkt euch gerade so, okay, was? Ich weiß auch, wie ich es machen muss. Ich weiß, wie ich es machen muss. So ungefähr. Goblin, kannst du dich dort weggehen? Kannst du dich bitte dort weggehen? Das war auch gerade gutes Deutsch. Oh, jetzt sind die Viecher dort unten. Ich krieg ein zu viel. Geht bitte weg. Ich habe keine Lust, gegen euch zu kämpfen. Oh, Leute, ihr nervt. Ihr nervt so unglaublich sehr. Wisst ihr das? So. Ich mach einfach mal so hier. Das war auch ganz... Das war auch dumm, glaube ich. Ich glaube, es war hier rum. Dass die mich nicht nerven. So. Geht das? Ja, das geht. Sehr schön. Nehme ich einmal den hier. Werf den hier hin. Dann hole ich mir dich. Und werf dich hier hin. Und das... Ja, das... Ja, Deutsch. Das sollte gehen. Sehr schön. Wir haben einen Zornhelm. Okay. Und ein... Eine Aquapeitsche, die könnte gut sein für... Ich wollte gerade Refia sagen. Wie komme ich auf Refia? Final Fantasy 3 hier. für Dings. Tia, genau. Tia heißt du. Die ist sogar sehr gut. Guck mal. Das kannst du. Dreimal stärker als normale Attacke. Definitiv meins. Definitiv meins. Aber sowas von... Aber sowas von. Ja, ansonsten hier. Haben wir jetzt alles. Hast du hier. Ja, du hast ja nichts, okay. So, Zornhelm. Bringt dir ein bisschen was. Was kannst du? Wenn du ihn trägst, wirst du schnell zornig. Ah! Das erhöht dir. Die Zorndings oder was? Reduziert die Angriffskraft des Gegners um ein Achtel. Das ist auch ganz cool. So. Aber ich... Ja, ich gebe die Maxim, würde ich sagen. Was kann der Jutelm? Dann würde ich sagen, gebe ich Maxim den Helm hier, den Zornhelm. Und dann kriegst du den Jutelm. Ja. Kann der Jutelm irgendwas Cooles? So. Ja, das passt mir auch so. Für was sollte ich das noch benutzen? Geht's hier noch irgendwie weiter oder so? Nö. Vielleicht liegt es einfach nur so da, falls man sich irgendwas verbaut hat, nicht mehr zurückkommen kann oder so. Dort war ich schon, oder? Dort war ich, glaube ich, schon. Ich gehe nochmal raus. Wenn ich jetzt raus und reingehe, ist es dann wieder weg, oder? Wie ist das in dem Spiel? Ja, es liegt alles rum. Ich will noch mal kurz gucken, ob ich dort schon mal drin war.
Das muss jetzt nach. Aber da müsste ich mal drin gewesen sein. Da müsste ich mal drin gewesen sein. Ja, genau, hier war ich, glaube ich, schon mal. Und hier ging es. Ja, hier war ich schon mal. Hier ging es um. Moment, nee. Hier ging es weiter und hier war doch. Ja, nee, eben nicht. Hier ging es nicht weiter, genau. Und hier war doch. Moment, dass wir nachschauen. Ja, das hier. Dann fülle ich mich gleich mal auf, wo ich schon mal hier bin. Und speichern kann ich auch mal. Ja. So. Wie lange spielen wir jetzt schon? 5 Stunden, 43 Minuten. Das ist schon einiges. Das ist schon einiges. Das ist ziemlich cool. Das ist schon einiges. Ja. Das ist ziemlich cool. So. Das war gerade knapp. Ich wäre jetzt fast in die Arme gelaufen. Kann ich hier drüben noch? War ich da drüben schon mal? Müsste ich eigentlich auch gewesen sein, oder? Ich denke ja. Ja, da war hier die Truhe. Ist hier sonst noch irgendwo irgendwas? Ich denke mal ja nein. Aber ich kann mal gucken. Ich habe hier noch Eis zur Verfügung. So. Ich gehe erstmal hier hoch, ob hier irgendwo was ist. Aber es. Wenn, dann würde ich davon der Treppe dort oben sehen, oder nicht? Das ist ja die andere Treppe gewesen. Ah, oh, jetzt bin ich reingelaufen. Überraschungsangriff, klar, was denn auch sonst? Tia hat ihre Zum-Dings gleich voll. Deswegen kann sie um eine machen, und zwar Atlantis. Gibt es auch mehrere? Nö, schade. Atlantis 130. Oh Gott, Tia, ich liebe dich gerade. Für diesen Angriff. Der ist schon ziemlich krass. So. Dann bist du weggeschnetzelt. Übrigens, bisher, von den Charakteren her, mag ich das Spiel auch. Ich mag die bisherigen Charaktere. Tia, Maxim und Guy. Ich bin gespannt, wer noch alles so kommt. Ich habe überhaupt keine Ahnung. So, kommen wir hier jetzt irgendwie weiter oder so. Was ist hier? Du warst da, was? War ich schon mal drin, ne? War ich überhaupt schon mal irgendwie? Kannst du nochmal Atlantis? Nee, schade. Das ist wahrscheinlich, ja, aber ich kann sagen, was zum Schutz. Dann machst du einfach das hier. Und du greifst an. Ach ja. Ich liebe das Spiel schon so ein ganz kleines bisschen. Ich find's immer voll schade, dass ich halt nicht in dieser SNES-Zeit aufgewachsen bin. Ich hatte ein SNES als Kind, das habe ich auch immer noch. Aber das einzige Spiel, was ich darauf hatte, war Mario World. Das habe ich von meinen Eltern. Die haben halt früher damit gespielt und die haben ihre anderen Spiele und ihr verkauft oder sowas, keine Ahnung. Und das ist voll schade. Ich hätte diese SNES halt gern miterlebt. Wieso war ich denn hier nicht? Bin ich doof? Und hier ist der Schlüssel, na guck mal an. Und da ist der Schlüssel. Wieso war ich denn hier nicht? Bin ich irgendwie doof im Kopf oder so? Das ist strange. Habe ich hier auch nichts verpasst irgendwie? Scheint zumindest so. Ach, genau. Ah, genau. Ich bin da gar nicht. Ich bin, glaube ich, gar nicht hier rüber gelaufen, oder? Genau. Ah, ich erinnere mich. Dann gehen wir jetzt runter zur Tür, würde ich sagen. Was dort wohl Grausames auf uns warten wird. Wir wissen es nicht. Oder was? War das jetzt hier? Nee, war es nicht. Ach, das war auf der anderen Seite. Stimmt, genau. Ich erinnere mich. Das war ja drüben. Das war gut geworfen. Das war sehr gut geworfen. Ich weiß. Danke. Ach ja. War hier der... Genau, da kann ich mich gleich mal aufheilen. Kommt jetzt gleich ein Boss, oder? Ist jetzt deiner das Teil, oder? Wie sieht das aus? Aber ich dachte ja noch oben irgendwie unerkundete Gänge und sowas. So, mal gucken. Da ist schon mal der Rubin. Schau mal, Maxim, der Apfelrubin. Oh. Das sind wieder ein paar Idioten Apfelrubine reingefallen. Leckerer Nachtisch. Das ist eine Spinne, oder?
Ew! Ew! Hi! Hi, zeige natürlich Tias Zonattacke nicht. Ja, das ist uncool. So, Anti-Stopp, was bringt mir das? Alle Zauberblockaden werden aufgehoben. Speedy erhöht im Kampf die Bewegung. Oh, BWG, was auch immer es ist. Ja, du hast nichts Cooles, deswegen greifst du einfach mal an. Was kannst du so Schönes hier? Das würde ich ganz gerne machen. Geht es auf alle? Nö. Dann erhöhe selbst deine Abwehr. Kannst du irgendwas? Jetzt müsste ich ja wissen, was du für ein Element bist. Bist du eventuell irgend... Ich mach's einfach mal. So. Was heißt hier 49? Hat sie jetzt geheilt irgendwie oder so? Oder... Weil... Ach du Schande. Das ist ziemlich uncool. Und das war ziemlich wenig Schaden. Mache ich so wenig Schaden oder... Was ist da los? So. Kannst du auch Serum auf alle machen? Ja, kannst du. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Gut. Dann halt nicht. Toll. Ich wollte halt so vorgehen, dass ich mit Maxim die alle heile so ein bisschen und mit ihr dann mit ihren halt oh, ich kann gar nicht mehr reden, sorry. Mit ihren halt kann sein, dass Maxim euch angreifen kann. Ja, das ist uncool. Dass ich mit ihr das Giftpack mache und mit Maxim halt heile, genau, das wollte ich sagen. Es wollte gerade nicht über meine Zunge. Oh, sehr schön, Fumi, ich liebe dich. Spinnennetz, was ist das? Okay, es hat nur Schaden auf alle gemacht, oder? Oder was war das jetzt? Was hat Maxim gerade für ein Dings? Was ist das? Was hat Maxim da? Ich weiß es nicht. Moment. Okay. Sehr schön. Uff, Verstärkung. Aber willst du mich verarschen? Hör doch auf damit, das will ich nicht. So, ne Quatsch, Zornattacke. Du machst einmal schön deine Chaoskrallen auf die Spinne. Du greifst die Arachna an. Du greifst auch die Arachna an. Dass die mich mehr nervt. So. 122, sehr schön. Er greift auch die Arachna. Ich liebe dich, Fumi. Er hat einfach noch eine. Willst du mich ein bisschen veräppeln? Lieber Spinnenboss. Willst du mich ein bisschen veräppeln? Mach einfach mal das hier. So. Wieso können jetzt eigentlich nicht, dass halt alle Bosse einfach Verstärkung holen? Das ist doch voll uncool. Er wurde natürlich nicht getroffen, weil war typisch. Giftschauer. Ach du Schande. Wieso war das jetzt so viel Schaden? Das ist ziemlich uncool, wenn ich mir ehrlich bin. Stark auf alle und du kriegst an. Ich liebe jetzt Boss immer noch, das ist so gut. Es ist einfach so gut. Willst du mich veräppeln, Tiger? Was ist los mit dir? Wieso fließt du einfach? Das ist ja mal uncool von dir. Ich könnte mal den Kraftzug machen, eventuell. So, du machst stark. Ach, und Geistparalysis. Das habe ich gar nicht gesehen. Ups. Da muss ich jetzt mal schnell entparalysieren. So. Ach, hat er das vorher mit mir gemacht? Kann das sein? Ich glaube schon, oder? Das hat er doch auch vorher mit mir gemacht, oder?
Aha! Dann weiß ich das jetzt. So. Der Boss ist ziemlich fies. Der kann ziemlich fiese Dinge. Er kann paralysieren und er kann vergiften. Das ist, und er kann Verstärkung rufen. Das ist ziemlich unfair, ganz ehrlich. So. Maxim. Du greifst an. Du. Atlantis hebst du dir auf. Und zwar machst du erstmal Serum auf Maxim. Und du greifst auch die Arachne an da. Aber auch wenn ich die entgifte, er will uns immer wieder vergiften. Das ist das Ding. Und ich. Ja, hier. Und ich meine, die Vergiftung, die zieht jetzt auch nicht so viel ab. Das ist ja das Ding. Deswegen. So, jetzt muss ich vorsichtig sein. Ich mache mit Maxim stark. Und mit Tia auch stark. So, und du greifst an. Mit der Raserei, will ich mir so behaupten. Ich liebe das Boss nur sehr. Es ist einfach so gut. Es ist so gut, einfach. So. Es ist ja wie paralysiert. Ich krieg ein zu viel. Na, 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 na. Erlösung auf geil. Der Boss hatte echt viele Dinge drauf, wenn ich mal so sagen darf. So. Ich hoffe, der ist bald weg. Ich hoffe, es inständig. So, Maxim. Mach einmal stark. Und du. Quatsch. Ich bin... Oh, scheiße! Haben wir irgendwas... Haben wir irgendwas, das, die Paralyse aufheben kann als Item? Zauberkrug? Nein. Aufwecken? Nein. Schrei? Nein. Halt Lähmung? Ist das Paralyse vielleicht? Ich weiß es nicht. Ich muss probieren. Ich muss probieren. Oh Gott, hör auf damit, bitte. Ist es weg? Nein, es ist nicht weg, oder? Doch, es ist weg, oder? Ja, es ist weg, sehr schön. Dann, ich brauche meine ganze Heilpower. Du machst stark. Und du machst stark. Weißt du was? Mit dir brauche ich mal so ein paar nein das hier und zwar für Max oder am besten für dich selbst erstmal. Ich muss jetzt erstmal alle wieder auf die Beine bekommen irgendwie. So. Er geht nur auf Tia, das ist gut. Jetzt sind auch alle wieder mehr oder weniger voll, das ist super. Dann kann Maxim angreifen. Es ist die... Ich... Mann, ich wollte gerade mit ihr jetzt ihre Scheiße da machen. Ihr... Wie hieß es nochmal? Ihr Atlantis. Und dann vergiftet er die. Paralysiert er die. Ist das ein Ernstboss? Ich fall hier noch vom Glauben ab, ganz ehrlich. Mann! So. Jetzt mache ich so. Maxim, ein Krafttrank auf Tia. So. Tia, jetzt endlich Atlantis, bitte. Und du. Raserei. Bam. 134. Sehr schön. Krafttrank. So. Raserei. Bam. 69. So, das läuft eigentlich relativ gut, wenn man so guckt. Ich hätte Maxim eine Tornattacke machen sollen. Wieso bin ich so dumm? Jetzt sind wir paralysiert. Ich kriege nur eins zu viel in diesem Kampf, ganz ehrlich. Ich kriege nur eins zu viel. Bams. Erlösung auf dich. So. Der Boss ist halt echt sau fies. Er kann einfach Paralyse und Vergiftung. Das ist hart.
Ganz ehrlich. Es ist hier. Oh, Spiel. Mann, ich kann mich jetzt nicht um ihre Paralyse kümmern. Ich muss jetzt angreifen. Ich muss auch ein bisschen Schaden machen in den Runden. Oh, ein Guy stirbt gleich. Tia erholt sich. Von der Paralyse oder was? Sehr gut. Oh, ich liebe dich, Tia. Ich liebe dich, kann ich so sehr. Weißt du das? Oh Gott. Das hätte sonst ziemlich uncool werden können. Das hätte ja sonst ziemlich uncool werden können, ganz ehrlich. So. Wieso mache ich keine Zornattacken mehr, ich blöden Kopf? Ich muss Zornattacken machen. Ist er wieder paralysiert? Ja, natürlich. Was denn auch sonst? Na. Ich mache erst mal Schlag auf alle. So. Der Boss zieht sich. Der Boss zieht sich um einiges. Jetzt zur Verstärkung. Ich. Oh, please. Und Geier holt sich. Ich liebe dich, geil. Maxim, Angriff auf das Viech. Du machst dein Atlantis. Auf das Viech. Und du machst Raserei auf das Viech. So. Er holt nochmal Verstärkung. Bams. Das Vieh müsste halt langsam mal sterben. Das wäre ziemlich gut. So, Maxim greift das Viech an. Du machst stark auf alle. Und du greifst das Viech an. So. Von den KP her sieht es so ziemlich gut aus. Er holt auch weiter Verstärkung. Yes! Es war ein Crit, aber naja. Okay, Moment, mach das so. Du greifst die an. Du machst. Moment. Ich weiß nicht, ob das so klug ist. Schock einfach mal auf alle. Und du machst deine Raserei auf sie. Bams. Der Boss weicht halt dafür aus. Paralyse? Nein, scheinbar nicht. Gut. Bam, ist 50. Sehr schön. Dann Maxim greift das Viech an. Du machst stark und du greifst das Viech an. So. Der Bosskampf zieht sich, ganz ehrlich. Der zieht sich unendlich lang. Es wäre unglaublich super, wenn du sterben würdest, Boss. Falls irgendwer weiß, wie viel KP das Mistviech hat, bitte in die Kommentare schreiben. Dankeschön. Das würde mich voll interessieren. Moment, Maxim. Chaoskrallen. Du stark. Kannst du was? Ja. So. Ba. So, Bams. 119. Sehr schön. Und er holt eine Verstärkung. Das ist eigentlich immer zum einen ein Segen, weil er halt da nicht angreift. Aber zum anderen halt auch nervig, weil es ein weiterer Gegner zu besiegen ist. Das ist so das Ding. Das ist so das Ding. Jetzt stirb bitte. Dankeschön. Und er holt weiter nur Verstärkung. Ach, nur 27. Bitte. Du greifst an, kannst du? Ja, du kannst über Chaos rein machen. Dann machst du auf das Viech. So. Bams. 64. Du. Stärker? Willst du mich eigentlich irgendwie komplett veräppeln? Ja, das Vieh kann sich auch noch heilen! Was ist denn das jetzt schon wieder? Wieso kannst du dich heilen? Oh, gehst du mir auf den Sack? Weißt du das? Du gehst mir echt auf den Sack. Aber ich denke mal, das ist ein gutes Zeichen. Er heilt! Was ist los mit dir? Kannst du bitte aufhören damit? Jetzt geht halt mein ganzer Schaden, den ich gemacht habe, wieder weg, quasi. Please!
Ich hätte vor dem Bosskampf Maxim sein Insektenschwert ausrüsten sollen, aber ich wusste halt nicht, dass hier so ein Boss kommt. Woher soll ich das wissen? Okay, ja, gute Verstärkung, sehr schön. So, mach schön viel Schaden, lieber Funke. 76. Kannst du... Können bitte deine MP ausgehen? Das wäre ziemlich cool von dir. Wenn deine MP mal endlich ausgehen könnten. So. Angriff. Du machst stark. Und du greifst an. Mann! Jetzt stirb doch bitte einfach. Ja, immer schön angreifen. Somit machst du wundervoll viele Zornpunkte. Füllst du wundervoll viele Zornpunkte auf, meinte ich. So, er ist paralysiert, ich weiß, aber er wird sich gleich wieder erholen, denke ich mal. Hoffe ich mal. Und? Nein, er ist uncool. Kann ich eigentlich auch irgendwie irgendwas ausrüsten? Ich will ihn ausrüsten, das ist doch dumm. Das hier ist doch nur Verteidigung, oder? Ja, es ist Verteidigung. Och, Mann. Greif an. Du machst das, so. Ich hoffe, er erholt sich gleich wieder davon. Giftschauer mal wieder, okay. Ja, sehr schön, geil, ich liebe dich. So, stark. Irgendwann gehen halt auch Tias MP aus, das ist das Ding. Also momentan sind noch genug, aber ich meine ja nur. Ja, Maxim kann gleich seine Zornattacke machen, sehr schön. Jetzt ist er paralysiert, hat die deswegen nicht eingesetzt, oder was? Och. Ich krieg noch ein zu viel mit diesem Boss. Ich wollte nicht Serum, ich wollte erlösen, ich bin so dumm. Egal, passt jetzt so. Nein! Was soll denn das? Hör doch auf damit! Bitte! Mann, ich. Oh, du machst mich wütend, weißt du das? Vor allem in der scheiß Heilung machst du mich unglaublich wütend. Mann! Das ist einer der längsten Bosskämpfe, die ich jemals gespielt habe, ganz ehrlich. Ich frag mich, ob man hier irgendwas anders machen kann oder ob der Kampf. Ach so, ich bin auf Tia gewesen. Oder ob der Kampf wirklich immer so abläuft. Dass er so unglaublich nervig ist. Gott verdammt nochmal. Jetzt gehen dir denn nie deine MP aus oder so? Gott. Oh, Maxi, er holt sich nicht mal. Please. Dieser Bosskampf. Es ist ein reinstes Desaster, ganz ehrlich. Das ist das reinste Desaster. Mehr ist das nicht. Meine Güte. Ja, das kannst du schön machen. Da werden nicht von allen ganz schön die Zornpunkte aufgefüllt. Maxim Chaoskrallen. Kannst du dein Ding schon machen? Nein, das heißt, du heilst. Jetzt stark. Kannst du? Nein, das heißt, du greifst nochmal an. Du, 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 du. 117, sehr schön. Paralysiert? Ja. Ja! 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 Meine Fresse, ist das ein nerviger Boss gewesen! Boah! Jetzt tut mein Bein weh. Oh, so ein Stück Dreck.
so ein dummes Stück Dreck! Oh! Maxine Rubin! Ist der etwa im Kampf zerbrochen? Warte mal, ein Rubin zerbricht doch nicht so einfach. Was geht ab? Keine Ahnung. Was? Wer ist das jetzt schon wieder? Was machst du hier? Mein Gott, Monster haben mich gefangen und hier eingesperrt. Oh, ein Haar hätten sie mich gefuttert. Was treibt mich an so einen so gefährlichen Ort? Du scheinst mir keine Vorschau oder sowas zu sein. Ich stelle Kunstwerke aus Glas her, doch man kann davon alleine nicht leben. Ich war ziemlich pleite und hörte, dass in dieser Höhle enorme Schätze lagern sollen. Doch wie du siehst, war ich nicht sehr erfolgreich und bin stattdessen von Monstern gefangen worden. Als Dank für meine Rettung möchte ich dir etwas geben. Nimmst du es an? Das ist... Auf einer Reise fand ich diesen wunderbaren roten Glas. Dieses wunderbare rote Glas. Damit habe ich ein wenig herumprobiert. Ich habe zwei davon gemacht und eins in der Stadt verkauft. Du scheinst es zu kennen. Du machst Witze. Warte eine Sekunde. Diesen Apfel aus Glas habe ich gemacht. Wo kommt dieser her? Das ist der Schatz, von dem du gesprochen hast. Der Apfelrubin. Was? Warte mal. Das ist kein Rubin. Das ist simples Glas. Wann hast du denn den Apfel aus Glas verkauft? So wie meine Reise ist lange her. Ich weiß nicht, wie dieser Apfel herkommt, doch in der Stadt reden alle über diesen tollen Schatz. Wie ist das möglich? Jafar, wem hast du diesen Glasapfel verkauft? Zu einem reichen Kerl aus Narcissus. Ich erzähle ihm, dass ich in Clamento einen Laden betreibe. Ich kenne viele reiche Kerle, aber der war echt sympathisch. Nicht so einer wie Claude. Auf alle Fälle haben wir jetzt den Apfelrubin. Lasst uns gehen und Claudes Kohle abstauben. Aber es ist kein Rubin, es ist nur Glas. Schau doch mal genau hin. Kannst du etwa einen Unterschied feststellen? Du hast recht, wir haben Apfelrubin in dieser Höhle gefunden. Das ist die Wahrheit. Also Maxim, wie kannst du nur? Keine Panik. Wenn dieser Claude denkt, das ist der echte Rubin, dann ist doch alles in Butter. Und wenn er an die Echtheit glaubt, dann ist es auch, dann ist er auch viel wert. Er wird ausflippen vor Freude, wenn er das sieht. Alles klar, auf nach Clamento. Ich gehe auch zurück. Vielen Dank für alles. Bist du fit genug, um alleine zu gehen? Klar, nehm bitte den Apfel. Yay! Alter, war das ein nerviger Boss. Nochmals danke, geh zurück ins Dorf. Gott verdammt. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part von Lufia 2 wieder. Wo wir dann den Rest der Höhle erkunden werden. Ich glaube, wir haben noch eine Gänge zu erkunden. Egal. Bis dann und ciao. Euer Biro. Tschüss.